Hallo, hier ist die Silvia vom Stempellädchen. Ja, ich habe hier eine kleine selbstschließende Schachtel. Verpackt ist darin ein kleines Ferrero-Küsschen. Und ja, ich finde hier solche kleinen Goodies immer mal ganz nett, um die noch einem Geschenkchen beizulegen oder auch als Tischdeko oder auch einfach mal als eine kleine Aufmerksamkeit für zwischendurch. Das Schöne an diesen selbstschließenden Schachteln ist nämlich, dass man die nicht kaputt machen muss, um den Inhalt rauszunehmen, sondern das Ferrero-Küsschen passt jetzt hier einfach so rein. Ich habe das auch Maß berechnet. Also ihr seht, es wackelt nicht und hat trotzdem Platz und Luft. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Ich habe dafür, also welches Papier ihr jetzt nehmt, ist ja eigentlich wurscht. Ich mochte aber jetzt hier, huch, das sind Hundehaare drauf. Ich mochte jetzt hier dieses große Paket Designerpapier Fröhliche Muster. Das ist ja auch eine Celebration Prämie. Letztendlich ist es aber auch völlig wurscht, was ihr da so benutzt. Und da nehme ich jetzt einfach hier, nee, was nehme ich denn da? Das habe ich neulich schon mal genommen. Ich musste auch immer gucken, dass ich mich nicht selber langweile mit Designerpapieren. Und jetzt nehmen wir einfach das hier. Benutze nicht immer gerne ein und dasselbe für verschiedene Projekte. Also, wir schneiden das jetzt einmal zu auf das Maß 8 mal 10 cm. Auf der kurzen Seite lege ich das jetzt an und falze bei 1 cm, bei 2,5 cm, bei 5 cm. Und bei 7 cm auf der langen Seite falze ich einmal. Jetzt falze ich übrigens nur in der Mitte. Also, ihr, ja, ganz schlecht zu sehen. Passt auf, ich knick das mal. Ach nee, das ist meine Vorderseite. Ich knick das mal, damit ihr sehen könnt, wo meine Falzlinien verlaufen. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht zu sehen. Also, so sollte das jetzt bei euch auch sein. Die Falzlinien, die ich jetzt ziehe, befinden sich nur hier im mittleren Teil, von da nach da. Lediglich eine 1 cm Lasche bei 9 cm, die wird einmal komplett durchgezogen. Ja? Also, nur in der Mitte falze ich jetzt bei 2 cm. Man kann das ganz gut erkennen. Hier an der Seite von den Falzklingen ist ja so ein kleines Näschen, so eine Einkerbung. Und da müsst ihr schauen, dass ihr euch in diesen Falzlinien bewegt. Also mit dem Näschen von Falzlinie zu Falzlinie. Beziehungsweise ich stoppe immer gerne noch ein Stück vorher. Also, das war jetzt 2 cm. Das Ganze nochmal bei 4,5. Bei 6,5. Und bei 9 ziehe ich einmal von oben nach unten komplett durch. Und jetzt falze ich nur oben und unten in diesem Bereich, in diesem 1 cm Bereich und hier unten auch. Und das mache ich jetzt noch einmal bei 1 cm. Dafür drehe ich mal eben hier kurz mein Designerpapier, also bei 1 cm. Und nochmal bei 5,5. Einmal von unten bis zu der 1 cm Falzlinie und einmal von oben bis zur 1 cm Falzlinie. So, und jetzt sieht das Ganze hier ganz wild und wüst aus. Ich habe es hier an ein paar Stellen, ist es mir auch über die Linie gegangen. Ihr seht das hier, das ist jetzt alles nicht so schlimm. Ich nehme jetzt noch ein Lineal und ein Falzbein und setze hier oben an meiner kleinen Falzlinie hier oben setze ich das Lineal an und ziehe mir eine Diagonale bis zu dieser mittleren Falzlinie. In die andere Richtung genauso und das mache ich auch hier bei dieser Falzlinie und auch noch bei meiner 1 cm Klebelasche auch noch einmal. Ich zeige es euch gleich nochmal, wenn es fertig ist, beziehungsweise ich hole euch einfach mal ein bisschen näher ran, in der Hoffnung, dass man das vielleicht hinterher besser sehen kann. Also, ich setze jetzt hier einmal an und ziehe mir hier eine Diagonale. In die andere Richtung eine Diagonale.
So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier... So, und die letzte Diagonale hier an meiner Klebelasche. Die letzte Diagonale hier an meiner Klebelasche geht von links unten nach rechts oben. Seht ihr das? Auf der anderen Seite mache ich das jetzt genauso. Hier habe ich jetzt links meine 1 cm Klebelasche. So, jetzt fahre ich den Tisch wieder etwas runter. Oh, falsche Richtung. So, und jetzt knicke ich die Falzlinien einmal nach. Das ist jetzt nicht so bequem, wie wir das kennen. Nämlich einfach umknicken und mit dem Falzbein nachziehen. Dadurch, dass wir ja hier keine durchgehenden Falzlinien haben, beziehungsweise nur die hier an der Seite von unserer Klebelasche. Und bei den anderen mache ich es jetzt einfach so. Ich drücke immer mit dem Finger dagegen, sodass auch wirklich das Papier nur an der Stelle knickt, wo ich eine Klebelasche habe. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr verknickt euch das Papier, das ist nicht schlimm, der Schein trügt. Ja, also hier nur nicht zimperlich sein. Ihr müsst auch hier überhaupt nicht mit dem Falzbein nachziehen, sondern einmal die Falzlinie so nachknicken, wie ich das jetzt mache, reicht völlig aus. Wichtig ist, dass ihr von hinten immer mit dem Nagel oder mit den Fingerspitzen mit in die Falzlinie reindrückt, weil es ansonsten sein kann, dass ihr genau daneben knickt. Hier noch meine Falzlinien in der Klebelasche. So, und dann ist auch meine Schachtel im Prinzip soweit fertig. Ich klebe mir jetzt von innen an die Seite doppelseitiges Klebeband, wo ich kein, obwohl ich probiere es mal, ja, wo ich keine Klebelasche habe. Da mache ich mir jetzt von innen doppelseitiges Klebeband dran. Auch die Schutzfolie schon gleich abziehen. Und Moment, ich habe jetzt hier ein bisschen Überstand vom Klebeband. Das schlage ich jetzt mal direkt nach innen, weil man sich sonst immer die Schere versaut, wenn man das hinterher wegschneidet. So. Und ich drücke mir jetzt meine Schachtel schon zusammen. Und zwar so, dass die Falzkanten hier wirklich komplett aufeinander liegen. Und auch hier oben der Abschluss und auf der anderen Seite hier der Abschluss. Also die Schachtel, die setzt sich schon in ihre endgültige Position. Dass ich auch hier die Kante gegenüberliegend und hier eben ganz, ganz sauber abschließe. So, und dann ist eigentlich meine Schachtel schon fertig. Und guckt mal, wie schön die sich fügt. Das passt richtig gut. So, hier muss ich nochmal ein bisschen nachziehen. Jetzt mache ich mein kleines Ferrero-Küsschen mit rein und es passt hervorragend. Ja, also, wenn ihr vorher gedacht habt, ihr habt irgendwelche komischen Knickfalten hier drin, die neben den Falzlinien entstehen. Die Schachtel, die setzt sich nachher und dann sieht man auch von diesen Knickspuren wirklich nichts mehr. Es sieht ganz sauber aus, es schließt auch ganz sauber. So, jetzt machen wir ein bisschen Deko. Das ist also wirklich, das ist eine kleine Schachtel, da passt natürlich nicht viel drauf. Ich habe mir jetzt hier aus den freundlichen Wichteln das kleine Eichhörnchen rausgesucht und den Spruch, hab dich lieb. Habe ich hier auch beides noch auf dem Acrylblock.
Und dann brauche ich erstmal einen kleinen Streifen Grundweiß, Memento, Stempeltinte. Und dann stempel ich mir hier mein kleines Eichhörnchen einmal auf. Und dann nehme ich mir einfach einen Reststreifen babyblauen Farbkarton und stempel hier auch mit Memento Schwarz den Spruch "Hab dich lieb". Das mache ich mir einfach hier so mittig drauf. Ihr könnt euch jetzt den Spruch einfach der Schrift entlang mit der Schere ausschneiden. Ich habe jetzt hier noch, ich glaube, klassisches Etikett hieß, das gibt es nicht mehr, aber die benutze ich noch ganz gerne. Ich muss mir die hier nur ein kleines bisschen in Position schieben, weil ich ja hier keinen Platz mehr habe, um meinen Farbkarton festzuhalten. Weil mein Reststück wirklich sehr klein war. So, aber hier ist es. Das Eichhörnchen, da haben wir leider keine Stanzform für. Das müssen wir uns ausschneiden. Vorher koloriere ich das. Ich habe jetzt hier einfach ein Stamping Blend genommen aus der Hautfarbenreihe. Und dadurch, dass das hier wirklich so ein kleines Mini-Motiv ist, mache ich jetzt hier auch keinen großen Aufriss mit der Schattierung, sondern ich koloriere das einfach nur der Linie entlang. Bei Stamping Blends immer aufpassen, wenn ihr da häufiger auf einer Stelle malt, dann kann die Farbe hinten durchkommen. Also ihr müsst euch dann was unterlegen. Dem Papier passiert aber nichts und die Farbe blutet auch gerne aus. Also die ist so gut pigmentiert und so feucht die Farbe, dass das sein kann, dass die eben über den Rand läuft. Deswegen am Rand nicht so großzügig immer wieder drüber gehen. So, ich schneide das jetzt hier einfach der Linie entlang. Und da bin ich auch wirklich sehr präzise. Also ich möchte das jetzt hier gar nicht so, so viel Weiß sehen haben, wie wir das bei den Stanzformen ja sonst hätten. Wenn es eine Stanzform gäbe, dann wäre ja hier ein recht großer weißer Rand drumherum. Das will ich jetzt nicht. Kann ich aber auch gleich natürlich nochmal korrigieren. Und beim Schneiden ist es so, das Schneiden ist eigentlich wenig mühsam, wenn man nicht mit der Schere sich bewegt, sondern wenn man das Papier in der Schere hin und her schiebt und dreht, dann ist es deutlich einfacher, hier so ein Motiv auszuschneiden. Hier mache ich mir noch dieses kleine Stück, das mache ich mir jetzt hier noch raus. So, hier im Öhrchen ist mir noch ein bisschen viel weiß. Gut, dann haben wir das auch. Und dann kommt hier mein Schildchen hier so ein bisschen durch und dann hinten über diese kleine Schwanzspitze. Dafür runde ich mir das so ein kleines bisschen ab. Mache mir jetzt hier einen kleinen Mini-Dimensional hinter. Ihr könnt auch, wenn ihr normale Dimensionals habt, die sind immer völlig ausreichend. Die müsst ihr euch ja nur ein bisschen zuschneiden. Dann mache ich mir hier das Schildchen drauf. Mach mir hier unter mein Eichhörnchen auch nochmal ein Dimensional oder zwei. Ich muss es nochmal abmachen. Ich wollte das ja so haben. So, und hier hinten. So. Das war es. Das ist schon das ganze
Hexenwerk meiner selbstschließenden Schachtel. Hier habe ich übrigens den Stempelspruch einfach so ausgeschnitten. Und hier habe ich ihn ausgestanzt. Finde ich beides eigentlich schön. Ne? Kann man beides ganz gut verwenden. Ja, das war's schon. Die Maße stelle ich wie immer auch nochmal auf meinen Blog. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und habt noch einen schönen Tag. Tschüss!